Hinterm Horizont geht's weiter. Das ist der Titel meines Tageswebinares, welches ich am 4. Juli mit euch machen möchte. Bei diesem Thema geht es darum, dass wir uns mit dem Geborenwerden, mit dem Leben, mit dem Sein, wie aber auch mit unserer Vergänglichkeit auseinandersetzen, sowie mit unserer unsterblichen Seele. Denn wenn wir uns mit diesen Fragen nicht auseinandersetzen, wie mit dem Tod, mit dem Jenseits, mit unserer Seelenkraft, mit unserer göttlichen, unsterblichen Natur, kann es uns schnell passieren, dass wir dann am Leben vorbei, am Wesentlichen vorbei leben. Denn wenn wir uns unserer Seelenebene nicht bewusst sind, neigen wir dann dazu, ganz schnell uns eher über die Materie zu identifizieren, über unsere Erfolge im Außen, die auch wichtig sind, aber die können wir nicht mit ins Jenseits nehmen. Im Jenseits geht es um unsere Seelenschwingung. Ich möchte an diesem Tag auf eure Fragen eingehen, wie: Was ist eine unsterbliche Seele? Gibt es ein Leben nach dem physischen Tod tatsächlich? Wie sieht es aus? Warum erlebt jede Seele diese Sphäre innerer Resonanz individuell? Was kann ich heute schon tun, um im Jetzt glücklich zu sein, um dann in dieser friedvollen Resonanz auch ins Jenseits zu gehen? Ich werde dabei auf meine eigenen Nahtoderfahrungen eingehen, auf meine Erfahrungen, die ich mit den Sterbebegleitungen erfahren habe, die ich in den Gesprächen mit den betroffenen Menschen erlebt habe, während ich die Seelen im Jenseits beobachtet habe, ihr Vorankommen in den heiligen Sphären. Ich möchte euch über dieses Mysterium Leben im Diesseits wie auch im Jenseits berichten und auf eure Fragen eingehen. Wir werden an diesem Tageswebinar Vergebungsarbeit, Heilarbeit machen, Friedensmeditationen vollziehen, Segnungen für unser Leben wie auch für unsere Lieben, die bereits im Jenseits sind. Freue dich auf diesen friedvollen Tag der Heilung. Wenn du möchtest, nimm gerne auch an der Verlosung daran teil, indem du unter dem Film in den Kommentaren deinen Kommentar dazu schreibst und dieses Video, dieses Seminar auch teilst. Und dadurch nimmst du automatisch an der Verlosung teil und ich freue mich, dann am nächsten Tag eine Person verlosen zu dürfen und diesen Menschen auch mit diesem Geschenk besondere Freude zu machen. Ich freue mich auf dich und wünsche dir einen wunderschönen Tag.